Viele große Fußballnamen aus Tirol, unterschiedliche Dressen und beste Stimmung. In der Innsbrucker Wendelstuben treffen sich die Sportler des grünen Rasens, nicht nur um ein paar gemütliche Stunden zu verbringen, sondern um gemeinsam mit Alex Gruber auf sein Ende der aktiven Karriere anzustoßen. Ja, ich glaube, man sieht, wo die Leute überall hergekommen sind, wie wichtig das ist. Von Vorarlberg, von überall, nur wegen Alex, also ist schon eine coole Sache, muss man sagen. Vor allem, weil man eben Leute trifft, die man vor 20 Jahren kennengelernt hat, mit dem er jahrelang gespielt hat, den man sonst in dieser geballten Menge nie mehr treffen wird. Und natürlich mein Gruber Alex, der mich zum Beispiel jahrelang begleitet hat in der Fußballlaufbahn. Wenn der das organisiert, kommen natürlich noch viel mehr Leute und deswegen wieder perfekt einmal. Ich habe zum Alex gesagt, ich komme nur, wenn er es wirklich lässt. Er hat mir versprochen, es wird eine Zeit. Nein, Alex war immer ein super Bursch bei uns und er hat sich das verdient, dass wir alle kommen. Und das wird sicher ein netter Abend heute. Ich habe gesehen, es sind ein Haufen Fußballer da, gute auch noch und Trainer und gewesene Trainer. Also wird sicher ein netter Abend und man kann heute mal über andere Sachen auch reden, nicht über Fußball. Ja, für mich total wichtig, weil ich als Schiedsrichter, Häuptling, wenn ich das so sagen darf, in Tirol, ist immer das oberste Ziel gewesen, dass wir uns die Sportler und auch die Schiedsrichter als Sportler näher kommen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit heute, dass wir da zusammenhocken können, ein bisschen mit den vielen super Fußballer, Hartenberger, wie sie alle heißen, sensationell. Also ich bin total begeistert. Wir sind ja nicht mehr alle aktiv, also von dem her ist es nicht so tragisch, sage ich jetzt einmal, aber es ist einfach, man trifft sich zwar ab und zu mal auf dem Fußballplatz oder sonst was oder auf ein Bierl. Da komprimiert natürlich die ganzen Verrückten unter Anführungsstrichen zu treffen, muss ich sagen, ist natürlich ein richtiges Highlight heute. Für mich ist es immer lässig, wenn solche Größen wie mein Freund Alex so ein Festival veranstaltet, dass sich endlich aus der Fußballszene verschüsst und mehr Zeit als Trainer, was er ja in der Talenteschiene ist, noch mehr fungiert. Lässig. Ich freue mich für den Alex, dass er so als Gesunder seine aktive Karriere jetzt beendet. Sehr wichtig, weil wir verabschieden da quasi heute einen langjährigen Mitspieler aus früheren Zeiten, einen guten Fußballer mit dem Alex. Und deswegen ist das heute sicher ein super Anlass. Ja, ich glaube, Punkte, Tore und Diskussionen, die haben wir das ganze Jahr genug. Und jetzt ist einmal Pause drum. Ist ja der Anlass heute, dass der Alex einmal seinen Abschied feiert, den wo ich euch noch nicht glauben kann. Also irgendwann, glaube ich, in einem halben Jahr werde ich wieder anrufen und sagen, Hatti, ich habe wieder wo unterschrieben. Aber glaube ich, ist das einmal wichtig, weil der Alex ein besonderer Mensch ist, der was, glaube ich, allen, die was jetzt heute da sind, brutal viel Freude und Gelächter bereitet hat. Und darum darf man heute einmal ausspannen und miteinander über den Tisch trinken. Und das gehört einfach heute gemacht, ja. Für den Sportjournalisten der Tiroler Tageszeitung bedeutet das Ende der aktiven Spielerkarriere auch den Start zu einem wichtigen Schritt im Privatleben. Immerhin steht die Hochzeit auf dem Spielplan von Alex. Dass so viele seiner Einladung gefolgt sind, freut ihn besonders. Der Anlass ist, dass ich aufhöre, oder? Aber mein Ziel war eigentlich, ein Fest unter Freunden zu machen, weil man verliert sich in der heutigen Zeit eh schnell aus den Augen. Jeder hat Familie, hat Job, hat Verpflichtungen und ich habe totale Gaudi, wenn ich siege, weil sich alle die Zeit genommen hat. Zum Teil sind Leute von Vorarlberg da, vom tiefsten Unterland und das ist eigentlich ein Traum und es soll ein netter Abend, wie gesagt, unter alten Freunden werden. Wenige Stunden vorher ist Alex noch mit seinem SV Kemmerton im Abstiegsduell gegen St. Johann aktiv. Neben dem Dresdner Blues ist Alex auch für den FC Wacker Innsbruck mit einem Bundesligaspiel sowie für die WSG Swarovski Wattens und dem SV Wörgl in der ersten Liga und der SV Gereichenau in der Regionalliga tätig gewesen. So manche Anekdote über und um Alex wurde an diesem Abend natürlich auch erzählt. Ja, ich meine, die richtig lässigen Geschichten kann ich nicht erzählen. Nein, aber ich muss sagen, der Alex ist ein bisschen älter wie ich. Ja. Man sieht es mir nicht, muss ich echt sagen, aber er war einer, ja, ungefähr, ja, jetzt habe ich es heute ein bisschen. Nein, der Alex hat damals schon als älterer Spieler und hat aber damals auch immer Auge auf die jungen Spieler gehabt. Und er war jetzt so nicht der wahnsinnig erfolgreiche Routine, wo dann als junger Spieler sagst, von dem habe ich einen Respekt oder zu dem habe ich mal aufgeschaut, so wie es jetzt beim Bauermacher oder beim Kirchlerrolle gewesen ist. Aber der Alex war einer, der was mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art einfach die Jungen auch brutal begeistern hat können. Und ich habe vom Alex brutal viel gelernt für meine weitere Karriere. Ja. Macher, da gibt es viele Geschichten, aber ich würde sagen, da gehen wir nicht näher ins Detail ein.
Wer den Alex kennt, der weiß, dass er ein total sensibler Mensch ist. Und diese Sensibilität habe ich erst lernen müssen, dass man die mit ganz feinen Samthandschuhen ansetzen muss. Ich habe einmal zu ihm gesagt, da hat er zweimal wirklich eine tolle Partie gespielt. Jetzt hast du 70%, 80% deiner Leistung abgerufen. Sagt er, nichts. Hat er sich so angeklatscht, wie halt wir Fußballer alle. Und dann war das dritte Spiel, habe ich gesagt, Alex, jetzt hast du 80%, 90% deiner Leistung angerufen. Super, geil. Habe einen riesen Gaudi gehabt, hat gesagt, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Wann habe ich mal die 100%? Der ist nie zufrieden. das ist der Alex. Also, da versteht er nicht viel Spaß und er ist durch und durch Sportler. Die Stimmung ist sensationell. Ich glaube, der Alex Gruber ist auch ein Mensch, der sich's verdient hat, wenn er von der großen Bühne abtretet, dass sich die Leute die Zeit nehmen und sich persönlich bei ihm verabschieden und das in einem Rahmen von einem Fest, das dem Alex würdig ist. Ja, wie gesagt, also bei manchen Leuten jetzt zum Teil, es ist ein Zimmerkollege da vom BNZ U16, der am Arlberg wohnt. Also es sind Ex-Trainer, Ex-Funktionäre da. Einfach Leute, ich glaube, es ist einfach um das gegangen. Es sind Leute, die mir jetzt, ich habe 3 Jahrzehnte jetzt Fußball gespielt. Und es ist um das gegangen, dass ich von überall ein paar Leute habe. Auch zum Teil Spieler, mit denen ich in den Miniknamen gespielt habe. Und wie gesagt, also natürlich, weite Anreise ist noch einmal beschwerlicher. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen gleich. Und ich freue mich, dass sich auch Leute wieder sehen, die sich sonst das ganze Jahr nicht sehen. Erinnerungsfotos, Geschenke, viele Glückwünsche und vor allem eine lange Nacht in der Wendelstube sind bei dem Fest der Fußballfreunde garantiert. Die Verabschiedung am grünen Rasen von Alex Gruber findet am Sonntag um 11.30 Uhr beim Spiel des SV Becker Ruhrzkämmerten gegen den SC Imst statt.